Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die teure Variante von dem Brooklyn Soap Company Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe zwei davon gekauft tatsächlich. Die günstige Variante, der gar nicht mal so günstig war und nur aus Proben bestand, ist für mich persönlich der schlechteste Adventskalender, den ich dieses Jahr ausgepackt habe oder den ich jemals ausgepackt habe, weil er nur aus Proben bestand, Alter, und viel zu teuer dafür war und unter Wert natürlich am Ende war. Der hat jetzt 89,95 € gekostet. Ich habe die beiden zeitgleich bestellt, ich hatte den aber noch nicht ausgepackt und jetzt habe ich Bock drauf, auch wenn schon Dezember ist, Leute. Ich möchte einfach gucken, ob die vielleicht einfach nur einen Fehler gemacht haben und dass der jetzt einfach besser ist. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir geben dem Ganzen eine Chance und schauen mal rein. Die Nummer 1. Yay, es ist kein Proben-Adventskalender, das freut mich jetzt schon mal. Eine Handcreme haben wir hier drin mit Zedernöl und Shea-Butter, 50 ml, das dürfte doch eine Originalgröße sein, oder? Und die Produkte aus der Reihe sind, also die Produkte sind nicht teuer, die kriegst du ja auch im Rossmann, glaube ich, zu kaufen. Ne? Ich finde es aber schön, dass die hier, Gott sei Dank, Full-Sizes drin haben. Ob wenn man sich darüber freut, in der Nummer 1 eine Handcreme drin zu haben, ist mal so dahingestellt, ne? Riecht jetzt so nach nichts raus, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, weil es wirklich männerspezifisch ist. Vom Duft her, dieses Zedernöl und so, ne, finde ich gut. Die Nummer 2. Also wir haben hier zwei verschiedene Sachen drin. Einmal ist das hier ein Parfum, The Irish Eau de Parfum, eine Parfümprobe. Probe, 90 € Adventskalender mit 2 ml. Yay! Und dann haben wir hier noch einen 10-Euro-Gutschein bei dem Kauf einer Parfüm-Vollgröße. Aber Leute, so eine Parfüm-Vollgröße kostet ganz schön viel Geld. Und das, was hier als Parfümcode oder als Rabattcode draufsteht, ist kein individueller Rabattcode. Also den könnt ihr euch in die Haare schmieren. Der wird nicht zum Wert dazugerechnet. Die Nummer 3. Hier haben wir eine Rasiercreme drin mit Menthol und Arganöl. 50 ml, eine kühlende Rasiercreme mit Kokosöl, Arganöl und Kamillenextrakt. Guck, sowas ist doch schön, das gefällt einem doch, ne? Kühlende Geschichten mag mein Freund, glaube ich, nicht ganz so gerne. Auch nicht im Gesicht, aber vielleicht beim Rasieren, man weiß es nicht. Das war ein Reim. Gott, heute will ich gar nicht reimen, aber ich tue es trotzdem. Ist ja voll der Flow hier. Und ja, aber so eine Rasiercreme kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Die Nummer 4. Hier haben wir auch wieder eine Tube drin. Ein Whisky-Duschgel, wie cool. Whisky und Holz, ein edles Duschgel mit echtem Whisky-Extrakt. Reinigt sanft und spendet Feuchtigkeit für Body und Hair. 50 ml. Da freut mein Freund sich sehr, weil er damals super viel hört sich jetzt böse an. Nein, das war so halt sein Lieblingsgetränk, ne? Whisky. Und das mögen wir halt vom Duft auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Die Nummer 5. Der Tag vor Nikolaus. Was darf der Mann denn da machen? Oh, eine 2-in-1 Gesichts- und Bartcreme mit Kamille und Arganöl. Sensitive Tagespflege, spendet Feuchtigkeit und mildert Juckreiz. Macht den Bart angenehm weich. Richtig schön. 20 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist eine schöne Geschichte, um das Ganze mal auszuprobieren. Aber trotzdem nicht irgendwie so eine Probe. Ne? Finde ich gut. Zu Nikolaus. Dürfen die es eigentlich richtig krachen lassen. So eine richtig schöne Full-Size von einem Bartöl oder sowas wäre doch nice. Und hier haben wir drin eine Augencreme. Nett, doch nett. Mit Algenextrakt und grünem Tee, beugt Faltenbildung vor und spendet Feuchtigkeit. 15 ml. Das dürfte auf jeden Fall eine Originalgröße sein. Und das finde ich gut. Also so Augencremes können sowohl Männer als auch Frauen sehr gut gebrauchen. Manche sagen, Augencremes machen gar keinen Sinn. Ich persönlich habe die Erfahrung bei meinem Gedönsen im Gesicht gemacht, dass es durchaus Sinn macht, eine Augencreme zu verwenden. Wo geht denn das Ding jetzt hier auf? Und deswegen finde ich das klasse. Und ich glaube, mein Freund wird sich auch drüber freuen und wird die auch verwenden. Ne, finde ich schön. Das finde ich wirklich gut. Die Nummer 7. Tonerde-Waschgel mit Tonerde und Rosmarin. Voll an natürlichen Mineralien, reinigt das Gesicht porentief und verbessert das Hautbild. 50 ml. Auch das finde ich super, finde ich fein. Und deswegen gutes Produkt. Bekanntermaßen darf die Nummer 8 machen, dass es kracht und sie ist schon mal groß. Also sie hätte Potenzial. Wir haben hier eine Tube drin und das ist ein Body Wash. Also im Prinzip ist es doch einfach ein Duschgel. Ne? Ja, Hanföl und Zedernöl. Hört sich nach etwas an, was mein Freund mag. 50 ml. Würziges Duschgel mit natürlicher Aloe Vera und Hanföl. Reinigt sanft und spendet Feuchtigkeit. 1A. Doch, ne? Auch wenn es das zweite Duschgel ist, aber finde ich gut.
weil mein Freund halt auch auf diese holzigen Düfte sehr abfährt. Also von daher, cool. Schauen wir mal, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Ist auch wieder eine Tube drin. Die hat jetzt 20 ml, ein Aftershave-Balsam, sensitiv mit Menthol. Da muss man halt dieses Mentholige mögen, ne? Dass man halt dieses Kühlende mag. Aber wir hatten ja auch schon ein kühlendes Rasiergedönsen, also eine kühlende Rasiercreme. Da macht es auch Sinn, wenn dieses Kühlende weitergeführt wird. Passt. Die Nummer 10. Hier haben wir ein Shampoo drin mit Aloe Vera und Menthol. Ach, die stehen auf diese Menthol-Geschichten, ne? Schade, also für meinen Freund kann ich es nicht nehmen. Aber ja, gibt Männer, die sowas mögen. 50 ml sind hier drin enthalten. Und wie gesagt, ist halt mit Menthol. Also wird das auch etwas kühlender auf der Kopfhaut dann sein, ne? Ja. Die Nummer 11 hat wieder eine Tube drin. Ein Bart-Shampoo, schön, mit Aloe Vera und Zitrus und macht den Bart geschmeidig. 15 ml. Ja, auch Bärte müssen ja nochmal eine Extrapflege haben, weil da hat Mann mit Doppel-N ja meistens etwas dickere Haare und dann macht es auch Sinn, dass man da eine entsprechende Pflege für nimmt. Das ist gut. Halbzeit. Die Nummer 12. Fun Fact, ich drehe das Video am 12. Dezember. Hier haben wir ein Cannabis-Duschgel mit Hanfwasser drin. Ach, wie fein. Spendet Feuchtigkeit, reinigt sanft, 2 in 1, Body and Hair, 50 ml. Jo, ne? Das wird dann wahrscheinlich auch etwas diesen Hanfduft haben, also etwas kräuteriger riechen. Cool. Direkt daneben haben wir die Nummer 13. Eine Bodylotion mit Hanföl und Mandelöl. Na, guck mal. 50 ml sind hier drin und das ist dann das erste Körpercreme-Produkt, was wir hier in dem Adventskalender drin haben. Und ich finde, sowas sollte man auch ab und an mal verwenden. Auch wenn Männer sowas eigentlich weniger brauchen. Mann, diese Kamera will nicht scharf stellen. Hallo, hallo. Ja, kein Fokus, nein, nein, doch jetzt. Und genau, Männer brauchen sowas eigentlich weniger, weil die halt eine andere Hautbeschaffenheit haben als wir Frauen. Die sind einfach gesegnet mit einer dickeren Lederhaut, wodurch die Haut halt weniger trocken ist. Aber ja, ab und an hat auch mein Freund mal eine trockene Stelle und dann kann er das bestimmt gut gebrauchen. Die Nummer 14 enthält wieder ein Tübchen mit 20 ml und zwar ein Bartsoftener mit Jojobaöl und Macadamiaöl. Ein natürlicher Balsam pflegt und macht den Bart spürbar weicher. Ja, das ist ein Produkt, worüber wir Frauen uns freuen, wenn die Männer das verwenden, weil dann piekst das beim Knutschen nicht so. Bitte lass in der Nummer 15 nicht das gleiche drin sein wie in der Nummer, wo auch immer eben dieses Parfümproben-Ding drin war. Das ist auch wieder so schmal. Okay, wir haben hier noch eine Parfümprobe drin. New Level Eau de Parfum, 2 ml. Ich weiß, die Parfums von Geschichte hier sind ganz schön hochpreisig, aber hier ist genau der gleiche Gutscheincode nochmal drin, Leute. Warum? Oh, Parfümproben. Autsch, 90 Euro Adventskalender. Nicht geil. Die Nummer 16 ist lang und schmal. Oh! Das ist eine coole Geschichte. Das ist so ein The Brooklyn Soap Company, so ein Holzbadkamm. Das feiere ich. Also ich weiß nicht, ob mein Freund sowas verwenden wird, aber ich habe definitiv einige Männer in meinem Umfeld, die sich mega darüber freuen werden. Ich weiß noch, mein Papa hatte damals sowas auch zu Hause und ich habe mich immer gefragt, wofür das so ist. Mittlerweile weiß ich es halt, ne? Und dadurch, dass es halt hier aus Holz ist, ist das Ganze dann auch antistatisch. Also dann hast du nicht so ein Bad. Und das finde ich eigentlich echt cool. Schauen wir mal, was sich in der Nummer 17 verbergen wird. Ein Lippenbalsam. Ja, guck, auch das brauchen Männer, ne? Ja, Plenty Mint. Die und ihre Minze immer. Ja, dürfte eine Full Size sein. Ich glaube, bei Lippenbalsam gibt es jetzt keine unterschiedlichen Größen, oder? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die Nummer 18. Da haben wir auch wieder ein Typchen. Ein Gin Tonic Duschgel. Jetzt hauen sie aber auch Duschgele hier. Eins nach dem anderen raus. Ist schon das vierte, Leute. Hilfe. Wacholder und Zitrus, also Body and Hair ist das wieder, ne? 50 ml. Ja, Wacholder ist ja auch so ein schöner, herber, würziger Duft. Könnte meinem Freund gefallen. Die Nummer 19. Ich habe noch gar kein Bartöl hier drin gehabt. Das ist sehr verwirrend, ne? Weil ich meine, ich bin da geschädigt natürlich durch den anderen Adventskalender. Aber ja, aber hier haben wir eins. Sehr schön. Das klassische Bartöl mit Arganöl und Jojobaöl spendet Feuchtigkeit, pflegt Barthaar und Haut. 30 ml haben wir hier drin. Das ist gut. Ne? So ein Bartöl ist nie weg. Kann man gebrauchen. Jetzt nicht überall nur 1 ml reinmachen und dann 50 Euro für den Adventskalender nehmen. Nee, aber so eine Full-Size finde ich gut.
Herzlich willkommen. Wir sind im 20er-Bereich. Hier haben wir auch wieder eine Tube drin, eine Gesichtscreme, Face Cream, Aloe Vera und Mandelöl. Das soll ja auch nourishing sein, also nährend. Hier steht es irgendwie auf Englisch drauf, keine Ahnung. 50 Milliliter haben wir hier drin und ja, wie gesagt, eine Gesichtscreme kannst du gut gebrauchen. Kann man gut gebrauchen. Ja, ist jetzt die zweite in dem Adventskalender, aber das andere war eine Gesichts- und Bartcreme. Die 21. Hier haben wir ein bisschen Bartwachs. Schön, formt den Bart und sorgt für einen natürlichen Glanz. 20 Gramm mit Aloe Vera und Menthol. Die sind hier schon wieder mit ihrem Menthol um die Ecke gekommen. Ne? Schale Schokolade. Wird mein Freund wahrscheinlich eher weniger feiern, aber gut. It is wie it is. Ist in so einem süßen Pöttchen drin. Das haben sie hübsch gemacht. Doch. Die Nummer 22. Da haben wir auch wieder eine Tube, ein Feuchtigkeitsgel mit Aloe Vera und Gurkenextrakt. Ist auch wieder fürs Gesicht, 20 Milliliter. Also gut verteilt haben sie die Produkte hier nicht so unbedingt drin, ne? Aber naja, es ist fürs Gesicht. Der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Ja, da darf der Mann nochmal duschen. Und zwar Pale Ale Duschgel mit Hopfen und Maracuja. Ist erfrischend, 2 in 1, 50 Milliliter, also Body and Hair. Das ist okay, kann man gebrauchen. Ne? Dürfte jetzt aber auch mal so langsam gut sein. Das fünfte Duschgel und dann noch ein Shampoo und dies, das, Ananas. Reicht. Die 24 sollte uns jetzt wirklich mal mit einem großen Produkt überraschen. Mit einem Produkt, was auch sehr, sehr viel Wert enthält. Weil ansonsten sieht dieser Adventskalender werttechnisch wieder sehr traurig aus. Aber die hauen hier ernsthaft eine Parfümprobe rein. Und hier ist nicht mal so ein öseliger Zettel, dass das hier auch noch günstiger ist. Ne? Herzlichen Glückwunsch. 2 Milliliter von The Wood oder Woods. Ja, wow, eine Parfümprobe. In einem 90-Euro-Adventskalender. Das ist traurig. Abgesehen vom Preis. Also, ich sag jetzt einfach mal kurz, wenn ich jetzt mal den Preis vergesse, die 90 Euro, finde ich den Inhalt gut und brauchbar. Und da wird sich auch ein Mann drüber freuen, wenn er die Produkte auspackt. Wenn man aber im Hinterkopf behält, dass man da 90 Euro für ausgegeben hat und sicherlich nicht den Wert rausbekommt, ist man ganz schön sauer. So wie ich. Und das finde ich echt unter aller Kanone. Also schon bei dem Proben-Adventskalender hat The Brooklyn Soap Company echt versagt, ne? Und jetzt haben sie echt, also die hätten eine Chance gehabt, das geil zu machen. Und was machen sie? Parfümproben rein. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Finde ich nicht gut, muss ich wirklich sagen. Nee. Also mein Freund wird natürlich die Produkte teilweise verwenden und gut finden, ne? Aber er weiß ja nicht, dass ich da 90 Euro für bezahlt habe und wird mir auch einen Vogel zeigen, weil diese, also der Kalender ist es nicht wert. Sorry Leute, aber boah, der ist ja schon teurer als der, ich glaube, ne, als der von Biotherm. Und das finde ich hardcore. Jetzt mal, sorry, aber nee. Rate ich euch von ab, es sei denn, die machen das nächstes Jahr um Längen besser, aber das war jetzt echt ein Fail. Mal wieder, ne? Also ich glaube, wir werden keine Freunde, The Brooklyn Soap Company und ich. Egal. Trotzdem hoffe ich, dass euch mein Video dazu gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.